Darin soll also die Botschaft sein. Ui, eine leuchtende Kastanie. Boah, den Zeller ja komplett übersehen. Rette mich, gezeichnet Chihuahua. Huh. Chihuahua. Halt, Franzose oder Amerikaner? Essen. Oh, ein fremdes Essen. Jetzt habt ihr gerade unser wundervoll professionelles MacGyver-Video gesehen, in dem Philipp einen unschuldigen Chihuahua gerettet hat. Ja, und jetzt werden wir nochmal die Experimente, die man in dem Video gesehen hat, nochmal ausführlicher zeigen und erklären. Jetzt kommt die Erklärung zur leuchtenden Kastanie. Und zwar ist es eine Rosskastanie, die in ihrer Rinde Eskulin enthält. Und das Eskulin, wie man jetzt sieht, das leuchtet. Das Eskulin nimmt quasi die Energie vom Licht auf und gibt dann selbst langwelligeres Licht wieder ab. Und dadurch sieht man das dann auch. Das sind unsere Kugeln aus dem Film. Die sind auch tatsächlich so unappetitlich, wie die aussehen. Und zwar bestehen die aus Calciumlaktat und Natriumalginat. Die haben wir im Prinzip in Schnellform gesagt zusammengemixt. Und dabei hat sich aus dem Calcium und dem Alginat diese appetitliche Hülle hier außen gebildet, dieses Gel. Und wenn man das ganze Ding aufmacht, sieht man schon, innen drin ist noch Flüssigkeit. Und das ist das Natrium und das Laktat, was quasi übrig geblieben ist bei der ganzen Reaktion. Man kann das auch essen. Oh. Und es schmeckt immer noch nicht gut. Boah. Jetzt zur Erklärung zur im Hintergrund leicht zu sehenden Cola. Explosion ist im Video nicht wirklich entstanden, war eher ein kleines Sprudeln. Und zwar ist in der Cola sehr viel CO2 gelöst. Das hört man bei Öffnen ja schon, das Zischen einfach. Das CO2 steigt dann einfach in kleinen Blasen weiterhin auf, bis halt keins mehr vorhanden ist. Und durch die Mentos, die haben ja eine sehr raue Oberfläche, können die Blasen sich sozusagen ansammeln und einfach eine ganz große Blase bilden. Durch die Bewegung dieser großen Blase durch die Cola, wenn die aufsteigt, entsteht eigentlich dasselbe wie beim Schütteln, dass ganz viel CO2 sich noch mitlöst, also sozusagen mitgerissen wird. Und dadurch steigt dann, auch wie ähnlich beim Schütteln, wenn man ja eine Cola schüttelt und aufmacht, kommt auch ganz viel Cola raus. Genau dasselbe passiert auch bei Mentos. Die große Blase reißt ganz viel CO2 mit und ganz viel Cola kommt gleich mit raus. Drei, zwei, eins.
Mentos. Lecker. Eine Mentos-Explosion.